Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus der Videoserie Fotografieren für Anfänger. Und heute geht es um die Kameramodi. Möchte ich alles selber bestimmen und die Kamera komplett selbstständig einstellen? Oder soll die Kamera für mich doch vielleicht ein bisschen was übernehmen, weil ich mich noch unsicher fühle oder weil es die Situation so hergibt? All das werden wir in diesem Video klären. Ich werde dir alle vier Kameramodi, die es gibt, vorstellen und auch die Vor- und Nachteile besprechen. Viel Spaß! Die verschiedenen Kameramodi kann ich bei mir hier an diesem Einstellrad einstellen. Hier hat man zum Beispiel M, A, S und P. Ich habe dann jetzt hier noch U, 1, 2 und 3. Da kann ich mir also verschiedene Profile selber drauflegen. Aber wichtig ist erstmal, dass man diese vier Kameramodi, also M, A, S und P, versteht, was die eigentlich machen. Die hat eigentlich jede Kamera. Fangen wir mal mit der Programmautomatik an, also P. Das ist quasi der Automatikmodus der Kamera, da übernimmt die Kamera alles für dich. Sowohl die Einstellung für die Verschlusszeit, als auch die Einstellung für die Blende. Dieser Modus ist natürlich insofern ganz gut, dass die Kamera einfach selber analysiert, welche Verschlusszeit, welche Blende sie braucht. Und du musst im Prinzip nicht mehr viel machen, als auf den Auslöser zu drücken. Klingt erstmal ganz spannend, ist aber eigentlich relativ kontraproduktiv. Denn natürlich beschneidet es dich irgendwo in deiner eigenen Kreativität. Das Problem auch ist, dass es natürlich eine ganze Menge verschiedener Varianten gibt, wie ich die Blende und die Verschlusszeit zueinander einstellen kann und dabei immer die korrekte Belichtung bekomme. Ich könnte zum Beispiel die Blende ganz weit aufmachen und dafür die Verschlusszeit sehr kurz halten. Ich kann aber auch die Blende schließen und die Verschlusszeit länger machen. Beides ergibt das gleich korrekt belichtete Bild, aber vielleicht möchte ich eher mit einer offenen Blende oder eher mit einer geschlossenen Blende fotografieren. Ich möchte mehr oder weniger Schärfentiefe im Bild haben. Das kann ich alles mit der Programmautomatik nicht beeinflussen. Das übernimmt alles automatisch die Kamera für mich und da habe ich nicht viel zu melden quasi. Im Endeffekt bedient die Programmautomatik genau zwei Sachen. Zum einen, das Bild muss korrekt belichtet sein und zum anderen, das Bild muss scharf sein. Alles andere überlässt du quasi der Kamera. Und es gibt außerdem neben der Programmautomatik bei vielen Kameras sogenannte Motivauswahlen noch. Zum Beispiel gibt es bei solchen Motivprogrammen gerne einen Nachtmodus. Bei diesem Nachtmodus achtet die Kamera darauf, dass es möglichst eine lange Verschlusszeit gibt, damit man eine Langzeitbelichtung machen kann und man somit in der Nacht noch genug von der Umgebung sieht. Dann gibt es bei vielen auch einen sogenannten Sportmodus. Da wird die Verschlusszeit zum Beispiel ganz kurz gehalten, damit eben die schnell bewegenden Motive auch wirklich knackscharf eingefangen werden. Im Porträtmodus zum Beispiel, da fotografiert man eher mit einer offenen Blende. Also da achtet die Kamera darauf, dass man mit offenblendig fotografiert. Und in einem Landschaftsmotivmodus zum Beispiel fotografiert die Kamera eher mit einer geschlossenen Blende, damit man alles im Bild wirklich scharf hat. Das hat nicht jede Kamera. Meistens ist es eher bei den Einsteigerkameras, dass man solche Motivauswahlen noch hat. Ich habe sie jetzt hier zum Beispiel nicht drin. Aber du kannst ja einfach mal bei deiner Kamera gucken. Wenn sie sowas hat, kannst du theoretisch auch diese Programmautomatiken nutzen. Das sind auch alles Vollautomatiken der Kamera, wo du aber dann nochmal der Kamera sagen kannst, achte mal ein bisschen mehr da drauf oder da drauf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde fotografieren mit der Programmautomatik. Ich stelle mir das jetzt hier mal ein. Ich stelle jetzt also das Rad hier auf P. Und wir gucken jetzt hier einfach mal in der Umgebung, wie das Ganze sich verhält, wenn wir mit einem vollautomatischen Modus fotografieren. Los geht's. So, ich bin jetzt in der Programmautomatik und wenn ich jetzt hier das Ganze so mal festhalte, dann bin ich bei Blende 5 und einer 100stel Sekunde. Wenn ich jetzt die Kamera mal weiterschwenke, dann siehst du schon, wie sich sowohl Verschlusszeit als auch Blende verändern. Wir sind jetzt bei einer 160stel Sekunde Verschlusszeit und Blende 6.3, weil ich einfach hier ein bisschen weiter nach oben in den Himmel jetzt die Kamera halte und dann siehst du schon, jetzt schließt sich die Blende noch weiter, wenn ich jetzt hier wieder weiter rüber gehe. Also die Kamera misst quasi immer, was die optimale Belichtung ist und sowohl Blende als auch Verschlusszeit verändern sich dann automatisch. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Foto
Und du siehst jetzt auch schon, dass ich das Foto, ja, dass das Foto gut aussieht, ne, es ist korrekt belichtet. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, nur keinen Einfluss darauf, ob das Bild eher ein bisschen schärfer sein soll in der Schärfentiefe oder die Verschlusszeit kürzer. Schauen wir uns als nächstes die Halbautomatiken an. Da gibt es zwei Programme, nämlich einmal A und einmal S. Wir kümmern uns als erstes um A. A steht für im Englischen Aperture Priority, also die Blendenpriorität. Bedeutet, ich stelle die Blende selber ein und die Kamera übernimmt für mich dann die Einstellung für die Verschlusszeit. Das ist eigentlich schon richtig cool und diesen Modus verwende ich selber auch relativ häufig, weil zum Beispiel, wenn ich bei einer Hochzeit unterwegs bin, dann möchte ich selber die Blende einstellen, ich möchte selber die Kontrolle darüber haben, wie viel Schärfentiefe ich im Bild habe, aber die Verschlusszeit kann sich ja immer wieder ändern in jeder Situation. Bin ich zum Beispiel drin in der Kirche, dann brauche ich längere Verschlusszeiten, weil es dunkler ist, weil weniger Umgebungslicht da ist, und bin ich dann draußen, brauche ich kürzere Verschlusszeiten. Und wenn ich das komplett im manuellen Modus machen würde, dann würde ich quasi immer ganz viel hin und her stellen müssen. Und so kann ich mich einfach darauf konzentrieren, die Motive richtig auszusuchen, zu fotografieren. Und die Kamera übernimmt für mich einen kleinen Teil, aber eben nicht alles. Und ich kann weiter dabei kreativ sein. Dieser Modus wird neben Blendenpriorität auch bei manchen Fotografen gerne Zeitautomatik genannt. Im Endeffekt ist das genau dasselbe. Ob ich nun Blendenpriorität sage und die Blende quasi selber einstelle oder Zeitautomatik, dass die Kamera automatisch die Verschlusszeit einstellt. Im Endeffekt ist es dasselbe. Wichtig ist, wie gesagt, dass du bei dieser Halbautomatik die Blende selber bestimmen kannst und damit mit der Schärfentiefe spielen kannst. Also immer die Situation, wo du wirklich kreativ werden möchtest, weil für mich ist die Schärfentiefe eigentlich das kreativste Mittel in der Fotografie, womit ich meinen Bildstil gestalten kann. Und immer, wenn das die Möglichkeit ist, dass du quasi die Verschlusszeit automatisch wählen lassen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass das Bild unscharf wird durch Bewegungsunschärfe, dann solltest du im A-Modus fotografieren. Ich würde sagen, wir gehen auch jetzt wieder los mit dem A-Modus und machen mal ein paar Beispielbilder und dann kannst du auch direkt sehen, wie die Verschlusszeit sich immer automatisch einstellt, während du selber die Blende wählst. So, dann wechsle ich jetzt mal in den A-Modus rein. Jetzt kann ich mir quasi selber eine Blende aussuchen und die Verschlusszeit ändert sich nur noch. Man sieht es jetzt auch schon sehr schön. Ich bin jetzt bei einer Blende 8 und du siehst, wie sich die Verschlusszeit hier unten stetig verändert, je nachdem, wie ich quasi gerade die Kamera einstelle. Jetzt bleibe ich einfach mal so und gehe ich mal mit der Blende weiter nach unten und dann wirst du sehen, dass die Verschlusszeit immer kürzer wird. Also ich öffne jetzt mal die Blende und zack, auf einmal haben wir jetzt eine 160. Sekunde Verschlusszeit. Während, wenn ich jetzt auf Blende 8 zurückgehe, sind wir nur noch bei einer 40. Die Belichtung bleibt dabei immer komplett gleich. Aber eben, ich kann jetzt einstellen, ob ich Blende 8, Blende 4 oder was auch immer haben möchte. Und in der Landschaftsfotografie, ja, sage ich jetzt einfach mal, ich möchte Blende 8 haben. Ich könnte jetzt natürlich nebenbei auch noch den ISO-Wert hochstellen. Ja, also den kann ich natürlich immer noch weiter nach oben drehen. Und wenn ich jetzt ISO 200 habe, dann habe ich eine 125. Verschlusszeit. Und wenn ich jetzt hier aus der Hand fotografiere, dann habe ich auf jeden Fall noch ein scharfes Bild. Wenn ich jetzt hier mal weiter runter gehe in den dunklen Bereich, dann siehst du schon, wie sich die Verschlusszeit gleich komplett automatisch wieder weiter nach unten dreht. Einfach weil das Umgebungslicht jetzt ein bisschen weniger ist. Und wenn ich jetzt hier wieder nach oben schwenke, dann sind wir auf einmal wieder bei einer 125. Sekunde. Die nächste Halbautomatik, über die ich sprechen möchte, ist der Modus S. S steht hierbei für Shutter Priority, also die Zeitenpriorität. Bedeutet so viel wie, dass du deine Verschlusszeit selber einstellst und die Kamera übernimmt für dich die Blendenauswahl. Im Endeffekt ist das genau konträr zu dem letzten Programm. Ja, und auch dafür gibt es natürlich verschiedene Anwendungsmethoden. Bei manchen Kameras steht hier übrigens nicht S, sondern vielleicht auch T. Das steht dann einfach für Time. Da musst du dann einfach mal gucken. Aber normalerweise bei den meisten Kameras ist es eigentlich der S-Modus. Genauso wie bei dem A-Modus kann man das Ganze natürlich auch umgedreht sehen. Man kann auch sagen, dass es die Blendenautomatik ist. Bedeutet einfach, dass die Kamera die Blende automatisch einstellt. Jetzt kann es natürlich verschiedene Situationen geben, wo die Kamera für die korrekte Belichtung an die Grenzen der Blende kommt. Zum Beispiel könnte es sein, dass es schon vom Umgebungslicht so dunkel ist, dass deine Kamera die Blende
am weitmöglichsten öffnet und trotzdem ist die Belichtung an der Stelle dann noch zu dunkel. Und genau dann wendet die Kamera quasi den nächstmöglich gelegenen Blendenwert an, also die am weit geöffnetsten Blende. Stelle ich zum Beispiel die Belichtungszeit also dermaßen kurz ein, dass ich eigentlich eine Blende von 1,4 bräuchte, um das Bild korrekt zu belichten, und jetzt aber ein Objektiv, wie ich hier habe, mit meiner maximalen Blendenöffnung von 2,8, dann würde die Kamera automatisch Blende 2,8 übernehmen und das Bild wäre in dem Fall etwas unterbelichtet. Jetzt fragst du dich vielleicht, wo du diese Halbautomatik verwenden könntest. Im Endeffekt überall dort, wo du deine Verschlusszeit zum Beispiel sehr kurz halten musst, wo du also der Kamera wirklich sagen musst, hey, ich brauche hier eine tausendstel Sekunde zum Beispiel, dann ist dieser S-Modus genau der richtige. Dann weiß die Kamera nämlich, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie die Blende dazu noch einstelle, zum Beispiel im Sport, in der Sportfotografie, wenn du mit einer tausendstel Sekunde arbeiten musst oder mehr, um das Bild wirklich scharf zu bekommen, dann weiß die Kamera, okay, ich muss jetzt die Blende wahrscheinlich relativ weit öffnen, damit ich hier ein korrekt belichtetes Foto bekomme. Genauso auch zum Beispiel in der Wildlife-Fotografie. Auch da ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel einen Gepard fotografieren möchtest, der gerade sehr schnell rennt, dann brauchst du auf jeden Fall eine sehr kurze Verschlusszeit, um diesen Geparden noch scharf zu bekommen. Und entsprechend wählt dann die Kamera eine Blende, um das Bild korrekt zu belichten. Genauso entgegengesetzt, wenn ich mit sehr langen Verschlusszeiten arbeiten möchte, dann kann ich natürlich auch das in diesem Modus tun. Also wenn ich gezielt Bewegungsunschärfe einsetzen möchte, wenn du zum Beispiel Mitzieher fotografieren möchtest, auch dafür ist dieses Programm natürlich exzellent, weil auch dort die Blende wieder automatisch eingestellt wird und du die Zeit selber vorgeben kannst. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze auch jetzt mal wieder aus. Wir gehen mal wieder fotografieren und du siehst gleich in dem Display die Einstellung, dass ich quasi die Blende immer selbstständig von der Kamera automatisch ändert, je nachdem, wo ich auch die Kamera gerade hinschwenke und wie sich die Lichtsituation dann auch entsprechend verändert. Jetzt gehe ich als nächstes mal in den S-Modus rein, bedeutet, ich stelle jetzt die Verschlusszeit ein und meine Kamera wählt dann automatisch die Blende. Und man sieht jetzt schon, ich drehe jetzt mal die Verschlusszeit hier weiter zu, dass die Blende dabei jetzt sich immer weiter öffnet. Und jetzt kommt auch das Phänomen gleich zustande, jetzt siehst du es nämlich schon, unten die Blende blinkt. Jetzt kommt nämlich das Phänomen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Wenn wir jetzt ein Bild haben, wo ich die Verschlusszeit so weit zudrehe oder so weit minimiere, dass die Blende quasi nicht weiter geöffnet werden kann von der Kamera, dann wird das Bild halt zu dunkel. Ne? Und jetzt sieht man auch hier in dieser Belichtungsmessung auf der rechten Seite, dass ich unterbelichte. Das geht also in den Minusbereich rein. Und die Blende blinkt hier unten in dem Menü. Das bedeutet, dass die Kamera eigentlich weiter die Blende aufmachen möchte, aber gar nicht kann. Deswegen muss ich jetzt die Verschlusszeit hier mal wieder ein bisschen länger machen. Und je länger ich sie jetzt mache, genau, jetzt sind wir schon wieder bei einer Blende 5,6. Jetzt kann ich wieder fotografieren. Und jetzt habe ich auch ein korrekt belichtetes Bild wieder. Kommen wir zum aufregendsten und spannendsten Modus, wo ich auch der Meinung bin, dass du am meisten lernen willst. Und das ist der manuelle Modus, also M. Denn im manuellen Modus hast du die volle Kontrolle. Dort stellst du sowohl die Verschlusszeit als auch die Blende ein. Und die Kamera macht im Endeffekt gar nichts mehr. Die Kamera macht mit der Belichtungsmessung quasi dir die Vorgabe, wie du jetzt einstellen müsstest, um entsprechend ein korrekt belichtetes Bild zu haben. Aber sie macht es nicht selber, sondern du musst es machen. In diesem Modus kannst du wirklich am kreativsten werden, denn du hast die volle Kontrolle über alles, was die Kamera macht. Dieser Modus ist natürlich am Anfang gerade der Modus, den Anfänger am meisten meiden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, stell diesen Modus ein und fotografiere damit. Gewöhne dich daran, im manuellen Modus zu fotografieren. Natürlich immer nur dann, wenn du auch Fehler machen darfst. Ne? Also wenn du jetzt auf einer Hochzeit bist und vielleicht die erste Hochzeit fotografierst, dann würde ich dir nicht empfehlen, im manuellen Modus zu fotografieren, weil da einfach die Bilder sitzen müssen, die kann man nicht wiederholen. Aber wenn du einfach rausgehst in den Garten und verschiedene Motive fotografierst, einfach für dich selber, dann geh ruhig in den manuellen Modus und werde kreativ. Probiere wirklich aus, was die verschiedenen Elemente quasi bewirken und wie das Zusammenspiel funktioniert. Natürlich ist es der meiste Zeitaufwand. Also du kannst nicht einfach rausgehen und auf den Auslöser klicken, sondern du musst dich wirklich damit befassen vorher mit dem Motiv, was muss ich jetzt einstellen, welche Blende muss ich einstellen und welche Verschlusszeit passt dazu oder auch andersherum. Aber das ist wirklich der Modus,
wo du am meisten gefordert bist, aber auch am meisten lernst. Deswegen stellen wir jetzt einfach das Ganze hier mal auf den manuellen Modus und werden kreativ mit der Kamera. Und immer, wenn du die Möglichkeit dazu hast, stell es auf manuell und lerne. Denn in diesem Modus lernst du wirklich am meisten. Es ist natürlich auf der anderen Seite so, wenn du falsche Werte einstellst, also wenn du sinnlose Werte einstellst, dann ist der Ausschuss natürlich auch relativ hoch und dann kannst du diese Bilder halt dann auch wirklich vergessen. Also wenn du halt komplett unterbelichtest, dann kann man das Bild halt auch nicht mehr wirklich retten, genauso wenn du komplett überbelichtest. Von daher ist da natürlich auch immer eine gewisse Gefahr da, aber die Kamera hilft dir ja wie gesagt trotzdem mit der Anzeige, mit der Belichtungsanzeige, ob du korrekt belichtest oder nicht. Also im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass du einen etwas größeren Zeitaufwand hast, aber kreativer wirst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder eine Runde fotografieren. Ich zeige dir das Ganze jetzt im manuellen Modus, wie wir dann auch entsprechend mit der Kamera arbeiten. Da gibt es ja dann auch diese Anzeige quasi, ob das Bild korrekt belichtet ist oder nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Jetzt gehe ich mal in den manuellen Modus rein. Jetzt habe ich also die Kontrolle sowohl über die Blende als auch über die Verschlusszeit. Ich mag das Motiv hier sehr, sehr gerne. Und jetzt wähle ich das wirklich mal genauso aus, wie ich es brauche. Also den ISO-Wert drehe ich jetzt mal auf 100 runter. Und die Verschlusszeit drehe ich jetzt auch mal ein bisschen weiter auf. So, ich hätte jetzt also bei einer Blende von 8 und bei einer 60stel Verschlusszeit ein korrekt belichtetes Bild. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, okay, ich möchte aber lieber Blende 11 haben, weil ich noch ein bisschen mehr Schärfentiefe haben möchte. Dann müsste ich gleichzeitig die Verschlusszeit hier manuell selber dann noch verlängern. So auf eine 30stel Sekunde. Dann hätte ich wieder die korrekte Belichtung. Aber egal, wo ich jetzt hingehe, diese Einstellungen bleiben immer gleich. Egal, ob ich jetzt hier in den dunklen Bereich die Kamera halte, ne, dann ist es viel zu dunkel hier, aber die Kamera verändert nichts, sondern das muss ich alles manuell machen. So, ich könnte jetzt die Kamera hier theoretisch auf ein Stativ packen und dann wirklich genau auswählen, was ich haben möchte. Ich fotografiere meistens mit einer 8er Blende. Und passe dann entsprechend die Verschlusszeit hier nochmal an. Jetzt kann ich hier einfach mal ein Foto machen. Zack. Und dann habe ich auch hier wieder ein korrekt belichtetes Bild. Wie gesagt, mit dem manuellen Modus zu fotografieren, braucht einfach ein bisschen Geduld. Es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht auch vor allem ein bisschen Übung. Aber diese Übung bekommst du nur, wenn du mit dem manuellen Modus auch viel herumspielst. Gerade jetzt in solchen Situationen wie hier in der Landschaft ist das super, weil du da halt auch die Zeit wirklich hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, welchen Modus sollst du denn wann verwenden? Also im Endeffekt sage ich dir jetzt mal meine persönliche Präferenz. Den Programmautomatik-Modus, den nutze ich eigentlich nie, also die Vollautomatik, weil ich der Kamera nicht alle Entscheidungen überlassen möchte. Ich möchte selber entscheiden, ich möchte selber kreativ werden und ich möchte vor allem auch zum Beispiel die richtige Blende im richtigen Moment haben. Deswegen bin ich von der Vollautomatik eigentlich komplett weg. Die Halbautomatiken, die nutze ich tatsächlich ab und zu. Also gerade den A-Modus, wenn du jetzt quasi eine Blende vorgibst und die Zeit dann von der Kamera automatisch gemacht wird, den nutze ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, wenn ich Hochzeiten oder Events fotografiere. Einfach, weil ich da dann genau weiß, okay, die Kamera belichtet für mich korrekt und ich kann mich in schnellen Situationen schnell darauf einstellen, eine neue Komposition zu finden. Genauso könnte ich auch beim S-Modus argumentieren, okay, ich kann eine schnelle Verschlusszeit eingeben und die Kamera belichtet dann für mich trotzdem korrekt, indem sie eine Blende einstellt, wenn ich zum Beispiel Sport fotografiere. Ja, auch da ist es immer so, dass natürlich sehr schnell sich die Lichtsituation ändert und trotzdem kriege ich dann dort die richtigen Ergebnisse bei herum. Tatsächlich bin ich aber am meisten eigentlich wirklich im manuellen Modus, weil ich sehr oft Landschaften fotografiere. Dort habe ich die Zeit, mich mit der Kamera, mit dem Motiv auseinanderzusetzen. Dort habe ich die Zeit, kreativ zu werden. Dort packe ich die Kamera meistens auf ein Stativ und da kann ich dann auch wirklich alles genauso einstellen, wie ich möchte. Und je öfter man im manuellen Modus fotografiert, umso einfacher werden auch die Einstellungen und dann kannst du sogar theoretisch auch eine Hochzeit im manuellen Modus fotografieren, weil du dann so schnell bist mit den Einstellungen und so schnell auf die einzelnen Situationen reagieren kannst, dass auch das möglich wird. Deswegen empfehle ich dir wirklich jetzt gerade am Anfang, wann immer du kannst, geh in den manuellen Modus und probiere dich damit aus. Das übt einfach am meisten und das bringt die besten Ergebnisse. So viel also zum Thema Kameramodi. Ich habe dir jetzt alle vier vorgestellt und für dich wie immer jetzt die Aufgabe am Ende eines Kapitels, dass du dir deine Kamera nimmst und mit diesen Modi selber herumprobierst.
Geh wirklich in alle Modi mal rein. Ich habe es dir ja schon so ein bisschen gezeigt mit der Kamera, wie diese Modi funktionieren. Aber stelle für dich einfach selber fest, welche Modi dir am besten liegen und nutze die auch. Und wie gesagt, der Tipp von mir, fotografiere viel im manuellen Modus, wann immer es die Zeit zulässt. Denn wie gesagt, damit lernst du am meisten. Versuche die Programmautomatik so ein bisschen herauszulassen, auch wenn es mit Sicherheit auch Situationen gibt, wo man auch mal in der Programmautomatik fotografieren kann. Aber wie gesagt, wenn du kreativ werden möchtest, wenn du deine eigenen Fotografie-Skills erweitern möchtest, dann ist die manuelle Methode natürlich wesentlich besser. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder. Bis dahin jetzt viel Spaß beim Fotografieren.